Wenn du Dateien aus dem Internet herunterlädst, zum Beispiel von One-Click-Hostern, von Torrents oder aus dem Usenet, lädst du vielleicht alles auf deinen lokalen PC oder ein NAS, das bei dir im Heimnetz steht, herunter. Es gibt aber noch eine zweite Möglichkeit, nämlich eine sogenannte Seedbox. Dieses Modell möchte ich in diesem Video einmal vorstellen und 5 Vorteile einer Seedbox besprechen. Erst einmal möchte ich erklären, was eine Seedbox überhaupt ist. Der Begriff leitet sich aus dem Torrent-Netzwerk ab. Seeder sind die Personen, die schon eine Datei heruntergeladen haben und diese verfügbar machen im Torrent-Netzwerk. Eine Seedbox ist also ein Gerät, auf dem Dateien liegen und diese Dateien werden dann im Torrent-Netzwerk geteilt. Eine Seedbox ist also ein kleiner Server, der im Internet steht und einige Aufgaben abnimmt, die man sonst vom PC zu Hause hätte machen müssen. Und so leiten sich jetzt auch die kommenden 5 Vorteile ab. Punkt Nummer 1, die Sicherheit. Alles, was auf der Seedbox passiert, passiert auf dem Server des Seedbox-Anbieters, also nicht bei mir zu Hause im Heimnetz. Der Anbieter übernimmt auch den Betrieb und die Konfiguration der Seedbox. Er stellt die Software bereit und kümmert sich zum Beispiel um ein gültiges SSL-Zertifikat. Das heißt, wenn es einen Angriff auf diese Seedbox gibt, und selbst wenn der erfolgreich wäre, dann ist halt meine Seedbox im Eimer. Aber nicht irgendein Gerät, das bei mir zu Hause rumsteht. Also weder mein PC ist dann betroffen von dem Angriff, noch zum Beispiel mein NAS oder mein Raspberry Pi, der bei mir im Heimnetz steht. Die Seedbox kann ich relativ schnell wieder aufsetzen und der Schaden hält sich damit einfach in Grenzen. Kommen wir zum nächsten Punkt. Der Anonymität. Der Seedbox-Anbieter ist ja ein Provider und genießt in der Regel Providerhaftung. Sollte also hier irgendwas schiefgehen, was zum Beispiel Urheberrechtsverletzungen angeht, dann ist eben der Seedbox-Anbieter erstmal in der Haftung, aber der wiederum hat Providerhaftung. Zum anderen taucht die eigene IP-Adresse gar nicht im Internet auf. Das Gegenbeispiel wäre ja, ich lasse die Torrent-Software lokal bei mir auf dem PC laufen. Dann würde meine IP im Internet auftauchen. Oder ich müsste mich halt über ein VPN schützen. Zum anderen habe ich hier einen Anbieter, der heißt DediSeedbox und der steht in den Niederlanden. Auch das schützt natürlich zusätzlich, wenn man mit einer niederländischen IP unterwegs ist, aber tatsächlich einem deutschen PC sitzt. Der dritte Punkt ist die Einsteigerfreundlichkeit. Ich muss weder zu Hause ein NAS administrieren oder ein Raspberry Pi administrieren und trotzdem habe ich ein Gerät, das 24/7 einfach durchlaufen kann. Die ganzen Anwendungen können auch mit einem Klick installiert werden. Das heißt, ich kaufe mir da nur einen Account und klicke mir dann die Anwendungen zusammen, die ich gerne am Laufen hätte. Punkt Nummer 4, die Kosten. Da kann man sich natürlich drüber streiten, trotzdem würde ich es mal anbringen. Es ist kein Gerät oder kein NAS im Heimnetz notwendig, diese Anfangsinvestition entfällt und man hat keine Stromkosten. Stromkosten könnte man ja denken, ist vielleicht vernachlässigbar, ist es aber tatsächlich gar nicht. Ich habe zum Beispiel mein NAS mal gemessen, das braucht ungefähr 20 Watt im Betrieb und das summiert sich im Monat dann schon auf 4 Euro. Zudem bräuchte ich ja auch noch ein VPN, um meine IP zu verschleiern und dann wäre ich dann wahrscheinlich auch schon wieder mit 5 Euro im Monat dabei, so ungefähr. Dann hätte ich schon ja, 9 Euro im Monat und hätte aber immer noch keine Festplatte zum Beispiel. Punkt Nummer 5 ist der direkte Zugriff aus dem Internet. Ich kann also auf meine Seedbox von allen Geräten zugreifen. Ich kann streamen vom Smartphone, vom PC oder vom TV. Und natürlich mit dem Smartphone auch, wenn ich im Mobilfunknetz unterwegs bin und nicht zu Hause bei mir im Heimnetz. Möchte ich das Gleiche erreichen mit meinem NAS zu Hause zum Beispiel, dann müsste ich eine Routerfreischaltung einrichten. Das ist nicht nur Administrationsaufwand, schlimmer ist eigentlich nur, dass man hier eine potenzielle Sicherheitslücke in seinem Heimnetz hat. Damit wären wir ja wieder Punkt 1, dass die Sicherheit einfach besser ist auf einer Seedbox. Das waren jetzt meine Top 5 Punkte, warum ich es sinnvoll halte, eine Seedbox einzusetzen. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Abo und zum anderen freue ich mich natürlich auch, wenn du meinen Affiliate-Link aus der Videobeschreibung benutzt.